Weiter geht es mit Donkey Kong Country 2 und dem Level Affen-Action. Wenn man seinen Partner aus dem Stand auswirft, dann kann eigentlich nichts passieren. Ich kann euch wohl nicht garantieren, dass dieser Level furchtbar unterhaltsam wird. Aus dem Grund, weil ich den Weg nicht kenne. Ich kann euch nur raten, wenn ihr in diesem Level alles finden wollt, versucht möglichst rechts unten zu bleiben. In I Don't Wanna Be Anything gibt es eine Welt, die eine Anspielung auf diesen Level ist. Die Musik und der Hintergrund waren hiermit identisch. Die dornigen Ranken aus dem Vordergrund hatten anscheinend selbst entworfene Grafik. Ah, jetzt kommt es wieder auf das Timing an. Das gefällt mir nicht. Ja, einige Fässer zeigen nur in bestimmte Richtungen. Hier ist auch schon der erste Geheimgang. Wow, diesmal werden wir nach unten geschossen. Das ist ja mal abwechslungsreich. Das hier ist ein kleines Labyrinth. Man hat aber recht viel Zeit. Selbst wenn die Zeit ausgeht, ist das nicht so tragisch. Man kann diesen Geheimgang nämlich auch erneut erreichen, ohne dass man den Level nochmal spielen muss. Wenn man auf Englisch stellt, heißt dieser Level dann Bramble Blast oder Bramble Scramble? Ich meine, dass beide Namen in Englisch verwendet wurden. Aber es könnte auch sein, dass das dann ein anderer Level ist. Ja, wenn man hier besonders schnell ist, dann kann man den einen Abballon kriegen. An einigen Stellen muss man echt ganz schön dämlich sein, um von den Wespen erwischt zu werden. Ich traue mich hier meistens nicht, hochzuspringen. In solchen Leveln hat man nicht sehr oft festen Boden unter den Füßen. Ach ja, der Boss aus I Don't Wanna Be Anything, dem man in dieser Welt begegnet, das ist Tropicalo aus Secret of Mana. Dort war er der zweite Boss. Ich weiß aber nicht, ob ich dieses Spiel auch irgendwann mal let's playen werde. Ja, den Boss werde ich auf jeden Fall noch in diesen Part mit einbringen. Ich schieße mich hier die ganze Zeit nur fassungslos durch die Gegend. Gleich
bekommen wir aber nochmal Scraves. Wenn es hier nicht weitergeht, dann weiß ich es auch nicht. Das hier ist recht mies. Das weiß man beim ersten Mal sicherlich noch nicht. Moment mal, ich weiß gar nicht, ob mir etwas passiert, wenn ich die dornigen Ranken unter mir berühre, solange ich an Scraves hänge. Aber ich will es jetzt lieber nicht ausprobieren, wenn ich schon einmal gut dabei bin. Wer hat die Münze versteckt? Wow, wie billig, ey. Könnte hier ruhig noch ein bisschen enger sein. Das wäre auch nicht weiter schlimm. So, jetzt müssen wir nur noch zum Ziel kommen. Ach, und das ist ja direkt hier. Kutgills Herausforderung. Kutgills Challenge. Das ist er, der Bruder von Kluba. Aber den können wir leider nicht mit Quermünzen bestechen. Vorsicht, die Erschütterung, wenn er aufstampft, paralysiert einen. Da jetzt nicht erwischt worden. Naja, umso besser. Ah, der Bildschirm scrollt wohl irgendwie nicht so, wie ich will. Eigentlich muss ich gar nicht springen, aber ich bin es nicht anders gewöhnt. Wenn er nur kurz aufstampft, um das Fass zu holen, dann muss man nicht springen, aber das ist bei mir praktisch wie ein Reflex. Ich kann das einfach nicht sein lassen. Dieser Boss hat 6 Leben. Nach 3 Treffern ändert er seine Strategie. Das war knapp. Man darf nicht zu nah an ihn dran gehen, sonst schlägt er das Fass mit der Keule kaputt. Scheiße. Da habe ich ja nochmal mächtig Schwein gehabt, aber das gibt's doch nicht, ey. Gleich 2-mal davon erwischt zu werden. Ja, der wird auch immer schneller, wie ihr seht. Jetzt noch 2-mal treffen. Und jetzt, ich will jetzt nicht schon wieder gelähmt werden. Keine Ahnung, wie oft ich so viel Glück habe. Ach, das war's schon. Hatte ich mich irgendwie verzählt? Ja, offensichtlich. Ich mach dann auch gleich wieder einen Schnitt. Tiefes Quermland. Na dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.